Hallo Leute und willkommen zurück zu Rust. Und ja, ich habe für den Anfang eigentlich gleich mal ein paar schlechte Nachrichten. Und zwar, ja, ich beginne mal mit der ersten. Ich bin diesmal ganz allein unterwegs, weil die anderen das zeitlich leider nicht geschafft haben. Und ich jetzt hier alleine morgens um, keine Ahnung, 2 Uhr oder so sitze und das jetzt nochmal schnell dann alleine reiße, damit ich hier ein paar Folgen vor euch habe. Und die zweite schlechte Neuigkeit ist, unser Server wurde resettet. Es gibt nichts mehr, was da halt von uns war. Ist alles wieder von vorne und so. Wahrscheinlich wegen dem Update oder wegen dem Update, was vor ein paar Tagen kam, wo halt die Zombies auch entfernt wurden und dafür halt irgendwie so verstrahlte Bären und Wölfe eingefügt. Und ja, die lassen halt die gleichen Sachen jetzt fallen wie die Zombies und so. Aber naja, ich habe jetzt erstmal auch den Server gewechselt und mache jetzt erstmal ein bisschen PvP, weil das meiner Meinung nach auch ein bisschen spannender ist. Und ja, ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das hier bei PvP abgeht. Oder das wisst ihr wahrscheinlich meistens. Oder beziehungsweise ob ich das jetzt überhaupt schaffe, hier nochmal ein bisschen länger zu überleben. Beziehungsweise zumindest mal die ganze Folge lang. Und ich habe mir jetzt hier mal, ich habe halt eine Route, eine Farmroute. Die wollte ich jetzt eigentlich mal ablaufen mit euch zusammen. Und mal gucken, ne, was uns unterwegs so erwartet. Ich habe mich schon ein bisschen bewaffnet. Hier sind noch ein paar Sachen, die. Ich habe halt keinen Platz mehr. Alles ist voll. Ich kann hier auch irgendwie keine Kisten mehr platzieren. Also ich habe das versucht schon, Schlafsack wegzumachen und hier irgendwie Kisten zu platzieren, aber das ist irgendwie zu steil oder so. Weil ich habe mich sehr, sehr abgelegen platziert. Ich gehe mal raus, zeige euch das mal. Ah, hier ist schon das Wasser. Flinte mal rausholen. Sicher ist sicher. Hier ist zwischen ein paar Felsen eingenistet. Okay, dann beginnen wir mal. Ich renne eigentlich hier mal komplett durch den Wald, bis komplett hinten die ganze Straße lang nach Red Town. Und dazwischen, hier vorne ist auch noch der Hangar und so was. Das ist dann auf dem Rückweg, wenn es von der Zeit reicht. Okay, wir haben Mittag. Müsste eigentlich reichen. Okay, hier sieht's ganz schön frei aus. Aber die Ruhe trügt auch manchmal. Zum Beispiel, wenn du jetzt hier deine Pickaxe rausholst. Ja, nicht wundern, normalerweise mit einer Axt, aber mit der Pickaxe baust du das, glaube ich, schneller, beziehungsweise mehr mit einem Schlag. Wie man sieht, hat 20 Wut pro Schlag. Und mit einer Axt würde ich dann nur 10 pro Schlag bekommen, deswegen mache ich das mit der Pickaxe. Gibt es hier noch mehr Holz? Holz ist auf jeden Fall eigentlich das Primäre, was ich suche. Und natürlich fette Waffen von den Wölfen und den Bären jetzt halt, weil Zombies wurden ja rausgenommen. So eine M4 wäre richtig geil, oder ein Sniper. Und ja, was sonst? Halt Baupläne, also Blaupausen meine ich, die sind natürlich auch sehr gut. Da kannst du halt direkt die Waffen dann lernen. Und dann hast du das im Crafting-System oder im Menü komplett, also die ganze Zeit auf dem Server, auch wenn du stirbst. Hast du das einmal erlernt, behältst du das hier auf dem Server. Und die Sachen sind eigentlich noch viel besser. Normalerweise macht man das dann mit einem Research-Kit, kann ich euch auch vielleicht irgendwann dann nochmal zeigen. Oder habt ihr bestimmt schon in den LPs davor von den Leuten mitbekommen. Aber auf jeden Fall muss man dann halt das Research-Kit, muss man erstmal an der Werkbank stehen. Das Research-Kit, ist da Holz? Nee, dann auf jeden Fall das Research-Kit einfach auf den Gegenstand, den man halt erlernen möchte, draufpacken. Papier muss man auch haben und dann hat man den auch im Crafting-Menü. Also mal die Pumpe hier wieder rausholen. Ja, und dann hat man das halt im Crafting-Menü und kann das dann immer wieder bauen. Solange man natürlich die nötigen Gegenstände hat. Oh, Stimmen aus dem Wald. Ist er es wirklich? Oh nein, verfolgt er mich jetzt schon bis hierhin? Nein! Verschwinde! Bombi, Hast ich du bin deine nicht Pillen wieder nicht bekommen? ausgepatcht worden, ich wurde nicht gepatcht. Nein! Ich renn wieder nach Hause! Nee, Hallöchen erstmal. Ich weiß nicht, die meisten müssten ihn ja schon erkannt haben. Der Ich Onkel. bin der Heidel. Hallo Heidel. Was? Ja, der Onkel. Der Onkel. Jetzt einfach mal hier reingesprungen heimlich. War schon die ganze Zeit am Start. Ja, ist doch cool. Das dachte ich mir schon irgendwie so, weil ich mitbekommen, du bist ja auch im TS am Start. Aber wahrscheinlich noch Ach, beschäftigt gewesen. ich Ja, ist bin doch fett. Kannst du so mir ein viel bisschen am gesagt. Rendern hier nebenbei noch. Ja, das ist Deswegen eigentlich. bin ich nicht dabei, Leute. Oh ja. Traurig, traurig. Nee, aber ist cool, dann kannst du mir ein bisschen Gesellschaft leisten. Weil mein Rechner ja ein Hyperspace arbeitet. Er wird von der NASA wieder benötigt.
So, ja. Ich flitze hier gerade. Ich synchronisiere gerade. Und was machst du so Schönes? Ja, ich renne gerade die Straße Richtung Red Town. Oh, jetzt dröhnt mein Kopf. Eine Zombie-Stimme. Hier, da könnte man. Mehr Kopfschmerzen. Kann man zum ersten Mal diese komischen, verstrahlten Bären sehen. Oh, ich hab keinen Schuss mehr. Das sind eigentlich normale Bären, aber ich war letztens online und hab die alle rot angemalt. Ja, der böse Onkel. Ich blute, Onkel. Oh, geil. Ich muss schnell verwandtes Zeug nehmen. Noch nicht zum Glück. Oh, nicht splitten. Usen möchte ich das. Danke. Wo ist der Rucksack? Oh, eine Blaupause. Eine F1-Granate. Schnell studieren, bevor ich sterbe. Kann ich Granaten craften? Geile Sache. Und von dir nehmen wir auch nochmal den Rest mit. Ah, da kann man nur zweimal draufhacken. Kriegt man halt nicht so viel. Ach, verschwinde. Ich brauch keinen Hirsch. Ja, bleib weg von mir. Hallo! Oh. Der Bär kommt auf mich zu. Aber hier, ich hab was für dich, Freundchen. Zack. Oh. Das ist ein Kollegen geholt. Kolik für Bären. Komm, weil man voll von der Seite und hat mich noch mit angegriffen. Schnell, schnell, schnell. Durchlaufen. Ich lasse die erstmal liegen, sonst schaffe ich das von der Zeit gar nicht mehr nach Red Town wieder zurück. Beeilung. Ich bin ja eigentlich wie auf dem Präsentierteller mitten auf der Straße, aber das ist mir eigentlich jetzt Wumpe. Wenn sie betteln wollen, sollen sie kommen, solange sie keine M4 haben. Oder keinen Sniper. Was denn mit dir, Wolfi? Okay. Hey? Hey, 556. Paranormale Vorkommnisse beim Rendern. Was kann das sein? Oh oh. So, ihr Flint in die Hand nehmen. Ah, jetzt noch um die Kurve, den Hügel da hoch und dann könnte man schon Red Town sehen. Oder müsste man Red Town schon sehen. Oh, oh, oh. Oh, da unten ist ein Spieler. Ein Spieler. Sag ihn. Nein. Schläg dich. Ich hoffe, der lässt mich in Ruhe. Hey, nee, nee, nee. Achso, er ist weggerannt. Ich dachte schon, er rennt auf mich zu. Ich will keinen Stress. Ich will auch niemanden töten. Ich möchte aber auch nicht getötet werden. So. Aber wenn es hart auf hart kommt, ne? Muss ich abdrücken. Was den soll ich mal, ist. Ich hätte da so eine Idee. Was denn? Guck jetzt unter deinen Videos, ob da irgendwelche Leute Fragen gestellt haben. Ja, ich glaube, er doch mal eine meisten, Option. Und die meisten habe ich dann, glaube ich, schon beantwortet. Ja, und jetzt beantwortest du die nochmal live. Live? So voll so Video, ey. Bevor ich da drin anstarte, weil dann geht gar nichts mehr. Ja, mach einfach. Er hat gerade den Bären erledigt. Aber ich muss da lang. Es könnten mehr Holzhaufen am Start sein. Oh, das noch. Er fightet wieder. Das Problem ist, ich habe keine Anti-Red-Pillen. Ja, den. Den Neuigkeiten. Brust! Okay, wir haben Red Town erreicht. Ich hoffe, die Kisten sind noch am Start. Sonst war der ganze Weg umsonst. Dann müssen wir aber bei dem Hangar checken, was da noch so abgeht. Okay, rein und wieder raus. Okay, oh. AKLP. Das Umschalten auf Tag fand ich cool. Das Zuschauen macht echt viel mehr Spaß, wenn man was sieht. Ja, ist natürlich vorteilhaft, ne? Also wenn es hell ist. Hier wird es ja extrem dunkel in Rust, ne? Yep. Selbst wenn du alle Laternen austreten willst. Aber es ist schon eine krasse Atmosphäre, wenn du dann nachts da rumläufst, plötzlich deine Fackel ausgeht, Mann. Ja, wie gesagt, da fehlt nur so ein Übermonster. Ja. Irgendein mieses Vieh, was dir dann auflauert nachts.
Ich wollte jetzt schon wieder was sagen, ne? Ich traut mich nicht, ne? Hast dich nicht getraut, ja. nee. 008. Aber halt, sowas wäre schon richtig geil. Okay, hier ist auch noch eine Kiste. Irgendwas, was dann halt so krasse Geräusche von sich gibt, wo man halt so ein bisschen Paranoia hat. Und dann, keine Ahnung, dann kommen irgendwie so Schritte hinter dir oder irgendwie mal ein komisches Geräusch, dann drehst du dich um und plötzlich dieses übelste Vieh dann halt hinter dir und was ich gibt dir halt so einen übelsten Schockmoment. Am besten ist auch, müsste es so richtig stark sein, dass es dich halt mit ein bis zwei Schlägen killt. Alter, geil, ich habe eine Taschenlampe gefunden. Geh mal erstmal auf meine Schrotflinte drauf. Yeah! Bester Schluss ever. Leer Teddy. Ja, was war denn da? Wieder ein Bummspruch abgelassen. Nee, das war glaube ich da, wo oh, ich muss hier rüber. Wo, ich glaube, das war kurz vorm Folgenende halt und Bikes ist ein Stück irgendwie nach hinten gegangen und dann in diese Spike Walls rein und ist einfach umgefallen. Und wir wussten erst nicht, was los war, er sich gefreut hat und plötzlich fällt einfach nach vorne um. Bob. Man kam da erstmal nicht klar und dann war erst gerafft, dass er in die Spike Walls rein ist. Oh, hier, ich habe Anti-Raid-Pillen gefunden. Nein, schnell. Schnell, ich brauche ein paar. Okay, hier sind auch noch Kisten. Die war leer. Was denn? Einfach umgefallen, ey. Look. Vor allen Dingen erstmal alles gezeckt von ihm. Geil, ey. Wenn das so sehen wir, Leute, Folge 7 auf Davids Kanal war das von Russ. Oh, da links von mir sind Schüsse. Ich habe glaube ich jetzt alles durchsucht. Oben hier in dem Haus war nichts. Da war ich drin, da war ich drin. Da hinten war ich auch. Okay. Ich muss raus. Da habt ihr schon mal so die Kistenplätze mal für Red Town. Die sind immer gleich. Und ich glaube, alle halbe Stunde oder so füllen die sich wieder auf. Beziehungsweise spawnen neu. Okay, ich muss hier raus. Hier ist auf jeden Fall zu krass. Richtung Hangar rennen. Ah, hast du einem die Ehre gegeben? AKLP, ich fühle mich sehr geehrt darüber, dass du die Folge echt uns doch so ein paar Überlebenstricks hier. Danke für die Blumen. Markai LP. Markai. Hallo. Ach, nicht hallo. Ich versuche mal, ob ich hier eine Abkürzung irgendwie zu dem Hangar erwische. Jo. Okay, ich schau mal. Ja, schau mal, ich renne hier mal durch die Butnik und versuche das mal abzukürzen. Halt zu voll zum Schreien, ne? Was ist das denn? Nehmen wir mal mit. Der sieht angehauen aus. Irgendwer war hier. Ich muss aufpassen. Mal die Straße, dann war eine Klee. Wow, wow, Wolfsrudel! Oh. Rudel! Zum Glück bin ich hier oben sicher. Oh, bleibt ruhig, bleibt ruhig. Merkt es, Rudel! Hey, bleib stehen! Wo ist der andere? Fragen sind eigentlich gar keine. Wegen der Müll nicht. Zu wenig Milch. Wo ist der andere Wolf? Was Pullermann-Alarm sagt, ne? Huch. Geil. Oh, wie hat er geschrieben, nur. Oh, okay, dann ist das geil. Bleiben wir mal bei geil stehen. Oh, ich werde jetzt erstmal die Renderei starten. Oh. So, nochmal ein bisschen Gunpowder. Nenne ich diese Folge. Ja, wie nennst du sie? War die, in der wir über die Rampen gejumpt sind da im Wasser. keine Ahnung, Flipper-Action oder so, was geht da? Flipper-Action. Like a Flipper. Oder like a Flipper, genau. Ja, so kommen wir auf unsere Namen für die Folgen, Leute. Ist da Bescheid. Like. So. Oh, da ist Holz und ein Wolf und ein Bär. Und noch mehr Bären. Und ja. Sie sind rot. Oh nein. Und ich bin gleich tot. Oder nicht? Raute. Ach ja, Hühner wurden auch eingefügt. In dem Update. Chicken. Dann wird bald ein KFC dort stehen. Ja.
Inhaber Onkel Industries. Like a Lipper. So. Fertigstellen. Oh, der Wolf. Ne, der Bär! Nein, da ist der Wolf! Nein! Okay. Und nochmal schnell, schnell, schnell! Oh, jetzt du. Oh, okay, so. Irgendwer mitbekommen, dass ich jetzt hier Action gemacht habe? Durchladen, sicher ist sicher. Okay. Oh. A small rage. Nice, nice, nice. Ich muss überall, es wird dunkel. Egal, ich hab die Dinger nochmal kaputt. Nochmal ein bisschen was mitgenommen hier. Ein bisschen Blatt. Komm bei, bevor mich irgendwer haut oder schießt. Komm, komm, komm. Oh, ich bin voll. Ich bin voll. Ja, voll gesoffen, ja. Voll gesoffen, ich bin nicht mehr da. Oh, ich kann schon Tiere sehen, die es gar nicht gibt. Das kam so geil und der Bär kommt gerade auf mich zu, ey. Oh, Anti. Ja, die haben neue Soundeffekte reingemacht für die Bären. Die Wölfe hören sich jetzt auch so an. Schnell, schnell, schnell. Lass mal die Snacks essen. Oh, mit den Hühnern, da fangen wir gar nicht erst an. Leckt voll rum. Verdammt, was ist los? Warum ist es ein Eis?